Liebe Genossinnen und Genossen, nach dem großartigen Wahlergebnis haben mich viele gefragt, na ja, jetzt sind ja die finanziellen Sorgen der Partei. Noch ist nicht alles gut, liebe Genossinnen und Genossen, ich muss das noch mal in Erinnerung rufen, denn wir wissen ja noch nicht, welches Urteil das Bundesverfassungsgericht zur Parteienfinanzierung im Frühjahr fällen wird. Und deshalb muss der Kurs der Konsolidierung weitergehen. Und das tolle Wahlergebnis und die Chancen, die sich daraus ergeben, sehe ich als eine zweite Chance, diesen Kurs der Konsolidierung konsequent zu seinem Ziel zu bringen. Und ich will das sehr deutlich sagen, dieses Ziel lautet nicht sparen, sparen, sparen. Konsolidieren heißt, sich darauf zu konzentrieren, dass man die Kräfte bündelt, dass man die begrenzten Ressourcen, und die sind immer begrenzt, egal welche Wahlergebnisse man hat, klug für die richtigen, für die absolut notwendigen, strategisch guten Dinge einsetzt. Und das haben wir in der Vergangenheit getan, liebe Genossinnen und Genossen. Wir bündeln die Kräfte. Mittlerweile werden 52% unserer Genossinnen und Genossen, was ihre Mitgliedsdaten und den Mitgliedsservice angeht, im Service Center der NRW-SPD betreut. Und ich weiß, dass sie alle sehr zufrieden sind. Und ich finde, dass das der richtige Weg ist, durch Zentralisierung, durch einen hohen Service, Haupt- und Ehrenamtliche in der Fläche von administrativer Arbeit entsprechend zu entlasten. Und konsolidieren heißt auch Synergien schaffen. Mittlerweile sind fast alle Landesverbände und Bezirke und der Parteivorstand in einem gemeinsamen Cashpool. Das spart Zinsen, das erhöht Liquidität und ermöglicht uns allen Landesverbänden und Bezirken jederzeit, zum Beispiel für einen Wahlkampf, die Liquidität zur Verfügung zu stellen, die du dann als Landesverband brauchst. Und natürlich müssen wir die Einnahmen verbessern und ich möchte mich da wirklich sehr bedanken. Bei euch allen hier im Saal, bei allen an den Bildschirmen, denn da hat die ganze Partei mitgemacht. Alle Landesverbände und Bezirke haben das unterstützt und wir haben es geschafft, das Beitragsaufkommen nicht nur zu erhöhen, sondern viele Mitglieder haben in dieser Zeit gesagt, Mensch, ich habe ja gesehen, ich zahle ja noch den Beitrag aus studentischen Zeiten, ich zahle jetzt mehr. Und das zeigt, wenn man das richtig anpackt, gibt es eine große Solidarität. Auch diesen Weg werden wir weiter beschreiten, aber keine Sorge, es gibt jetzt nicht jedes Jahr beträchtliche Beitragserhöhungen. Und wichtig ist die Personalentwicklung. Es ist schon angesprochen worden, wir stellen das Willy-Brandt-Haus neu auf. Und ich will das hier deutlich sagen, Personal ist kein Kostenfaktor, sondern ein Erfolgsfaktor. Die Kolleginnen und Kollegen zu schulen, optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, das ist das, was wir jetzt brauchen. Liebe Genossinnen und Genossen, Kevin und Lars haben deutlich gemacht, wo wir politisch hinwollen. Und Olaf möchte mit seiner Regierung, aber auch mit der SPD gemeinsam, dass das ein sozialdemokratisches Jahrzehnt wird. Damit das gelingt, brauchen wir auch die dazu passende Organisation. Und ich bitte euch um Unterstützung zu den klugen politischen Dingen, die hier gesagt worden sind von Kevin und von Lars, gehört auch, dass wir etwas schaffen, was sehr ambitioniert ist, aber was dazugehört. Ich bin dem Parteivorstand dankbar, dass er auf meine Anregung hin in den Leitantrag, den wir bereits beschlossen haben, hineingeschrieben hat, wir wollen die SPD zur modernsten und schlagkräftigsten Mitgliederpartei machen bis 2025. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber das können wir gemeinsam schaffen. Auch hier gilt, Einigkeit macht stark. Und wenn die Landesverbände und Bezirke und der Parteivorstand zusammen Standards schaffen, gemeinsame Standards, was Personalentwicklung, IT-Ausstattung, Prozesse angeht, wenn wir es schaffen, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um wirklich modern zu werden, um breite Partizipation zu ermöglichen, dann können wir das tun. Aber dafür müssen wir auch wirklich zum Beispiel als Landesverbände, Bezirke und Parteivorstand unsere Investitionsentscheidungen aufeinander abstimmen, nicht nebeneinander herlaufen lassen. Liebe Genossinnen und Genossen, dafür, dass wir diese moderne Parteiorganisation mit euch hinbekommen, dass wir dann Mitglieder und auch Hauptamtliche von administrativer Arbeit entlasten, damit sie sich auf die politische Arbeit konzentrieren können. Dafür möchte ich weiter rackern und ackern. Und dafür bitte ich euch um euer Vertrauen, damit wir das gemeinsam schaffen.
nicht nur politisch erfolgreich, sondern eine wirklich moderne Mitgliederpartei, die wieder mit ihrer Organisation und mit ihren Themen in die Gesellschaft hineinragt, Diskurse in der Gesellschaft bestimmt, damit es wirklich ein gemeinsames, erfolgreiches, sozialdemokratisches Jahrzehnt wird. Ich danke euch sehr.